Hautkrebsvorsorge. Untersuchungen zur Früherkennung leicht erklärt. Ein Erklärfilm entwickelt im Projekt Krebsvorsorge verstehen, Krebs früh erkennen. Das sind Dennis und Ezra. Sie feiern heute ein Sommerfest. Dennis sitzt im Schatten. Er sieht seinen Freund Peter, der mitten in der Sonne steht. Peters Haut ist ein bisschen rot. Das sieht aus wie ein Sonnenbrand. Deshalb ruft Dennis ihn schnell zu sich in den Schatten. Dennis erklärt Peter, zu viel Sonnenstrahlen schädigen die Haut. Sie wird rot und tut weh. Aber nicht nur das. Menschen, die oft einen Sonnenbrand haben, bekommen später sogar öfter Hautkrebs. Das hat Peter nicht gewusst. Er ist erschrocken. Ezra ist auf dem Weg zum Getränkestand. Hier trifft sie ihre Freundin Toni. Toni schaut sich gerade einen Aufsteller an. Sie fragt, was das ist. Ezra erklärt. Der Aufsteller zeigt den UV-Index. Der UV-Index ist eine Zahl zwischen 1 und 11. Je höher die Zahl ist, desto stärker sind die Sonnenstrahlen. Bei einem hohen UV-Index sind die Sonnenstrahlen gefährlicher. Dann braucht die Haut viel Sonnenschutz. Ezra hat in ihrer Wetter-App nachgeschaut. Heute ist der UV-Index 7. Der Aufsteller zeigt, welcher Sonnenschutz heute nötig ist. Wir sollen mittellange Kleidung und eine Kopfbedeckung tragen. Wir sollen im Schatten bleiben, vor allem in der Mittagszeit. Und wir sollen die unbedeckte Haut regelmäßig mit Sonnenschutzmittel eincremen. Am besten mit Lichtschutzfaktor 30 oder 50. Dennis und Peter kommen dazu. Dennis hat den letzten Satz von Ezra gehört und weiß auch noch etwas Wichtiges zu dem Thema. Sonnenschutzmittel sind meist nur ein Jahr haltbar. Das heißt, sie werden nach 12 Monaten schlecht. Peter staunt und fragt Dennis, woher er so viel über Sonnenschutz und Hautkrebs weiß. Dennis erzählt von seinem Besuch bei der Hautärztin. Er war bei der Hautärztin, weil er einen Fleck auf seiner Schulter entdeckt hat. Die Hautärztin hat dann die Haut von Dennis am ganzen Körper genau untersucht. Und die Ärztin hat die auffällige Hautstelle entfernt. Das hat nicht wehgetan und ging schnell. Wenn der Arzt oder die Ärztin auffällige Hautstellen frühzeitig entfernen, kann das den Hautkrebs verhindern. Die entfernte Hautstelle wurde im Labor untersucht. Dennis hat kurz darauf das Ergebnis von seiner Hautärztin bekommen. Bei der Untersuchung wurde kein Hautkrebs gefunden. Trotzdem ist es wichtig, immer aufmerksam zu bleiben. Ezra, Toni und Peter wollen wissen, wie Dennis das macht. Dennis erklärt, ich soll mich regelmäßig zu Hause untersuchen. Am besten einmal im Monat. Die Ärztin hat ihm ein Infoblatt zur Selbstuntersuchung mitgegeben. Er schaut seine Haut am ganzen Körper genau an. Dabei benutzt er den Spiegel im Bad und einen Handspiegel. Wenn er eine auffällige Hautstelle findet, geht er zur Hautärztin. Auch wenn Dennis nichts Auffälliges findet, geht er trotzdem regelmäßig zur Hautkrebsvorsorge bei der Hautärztin. Menschen ab 35 Jahren können die Hautuntersuchung alle 2 Jahre bei ihrem Arzt oder ihrer Ärztin machen. Das ist kostenlos. Wenn der Arzt oder die Ärztin Hautkrebs früh erkennen, können sie ihn sehr gut behandeln. Ezra, Toni und Peter bedanken sich bei Dennis für die Erklärung. Sie wollen in Zukunft noch besser auf ihre Haut achten. Also schützen sie sich mit Sonnenschutzmittel, Sonnenbrille und Hut vor der Sonne. Und sie wollen auch mal zu ihrem Arzt oder ihrer Ärztin gehen, um noch mehr über die Hautkrebsvorsorge zu erfahren. Und wie ist das bei Ihnen? Sprechen Sie doch mal mit Ihrem Hausarzt oder Ihrer Hausärztin über Krebsvorsorge. So schützen Sie sich vor Krebs und bleiben gesund. Weitere Infos und Materialien unter www.krebsgesellschaft-nrw.de/leichte-sprache.
Das Video ist aus dem Projekt Krebsvorsorge verstehen, Krebs früh erkennen. Durchgeführt vom Kompetenzzentrum Barrierefreiheit Vollmarstein, der Krebsgesellschaft Nordrhein-Westfalen e.V. und der Hochschule für Gesundheit Bochum. In Kooperation mit der Ärztekammer Nordrhein und gefördert von der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW.